Hallo Mixer-Freunde! Ja, ungefähr ein halbes Jahr ist es her, dass ich jetzt den Harexco-Mixer bekommen habe. Und es habe ich jetzt schon einige angeschrieben, ob ich nicht mal ein Fazit ziehen könnte. Also sozusagen ein halbes Jahr Fazit. Denn als ich letztes Mal ein Video dazu gemacht habe, ja, habe ich das quasi ausgepackt, einmal getestet und konnte dann noch nicht so viel dazu sagen, weil man ja echt viele verschiedene Sachen einfach ausprobieren muss damit. Und ja, ihr habt wahrscheinlich gesehen, ich habe den auch öfter in meinen Videos benutzt und ja, hat eigentlich auch immer super funktioniert. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Technik-Freak. Also ich kenne auch welche, die können jetzt die Drehzahlen vom Harexco mit dem, vielleicht mit dem neuesten Vitamix vergleichen und so weiter und so fort und könnten sagen, was hier und da besser ist. Aber ja, bin ich nicht so der Typ für. Für mich entscheidet eher das Gefühl, macht es einfach Spaß, mit dem Mixer zu arbeiten? Mache ich damit wirklich gerne Sachen oder mache ich es dann wirklich nur, weil ich, weiß ich nicht, weil ich einfach keine andere Möglichkeit habe? Ja, deswegen ist es eigentlich eher mein Gefühl, was mir sagt, ob das Gerät jetzt gut ist oder vielleicht nicht so gut. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich den direkten Vergleich habe. Wir haben nämlich auf Arbeit bei uns einen Omniblend. Einmal mit Omniblend-Tulpe und einmal mit Vitamix-Tulpe. Deswegen kann ich das auch so ein bisschen vergleichen. Und da muss ich wirklich sagen, es macht mir wirklich mehr Spaß, mit dem Harexco zu arbeiten. Ja, ich habe nämlich letztens zum Beispiel einmal eine Creme gemacht. Also habe ich in einem Harexco-Mixer gemacht. Und zwar aus Datteln, Banane, Kakaobutter, bisschen Wasser und Cashewkern habe ich hier drin gemacht, habe ich eine Weile laufen lassen und es wurde so richtig schön fein und cremig und ich musste auch nicht irgendwie nachrütteln oder nachstopfen und so weiter. Und das habe ich dann nochmal auf Arbeit gemacht. Das war mit der Vitamix-Tulpe und ja, wie gesagt, und dem Omniblend-Mixer. Und ich muss sagen, ja, es war nicht wirklich fein und ich musste ständig nachrütteln und ich musste nachstopfen und nachrütteln, damit überhaupt das Zeug runtergezogen wird. Und ich denke mal, es liegt einfach an der anderen Mixtulpe. Also die ist einfach viel breiter als die vom Vitamix damals, muss ich sagen. Es gibt jetzt ja irgendwie schon einen neuen, ich weiß nicht, wie er heißt leider, der das angeblich auch hat. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht sagen. Also wirklich zum Vergleich mit dem alten Vitamix oder mit dem alten Omniblend genauso, ja, kann der viel besser auch festere Cremes herstellen. Dann zur Lautstärke, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es mir sehr viel leiser vorkommt und es ist immer noch so. Man muss sagen, er ist trotzdem laut, ne? Also wenn man jetzt irgendwie nebenbei noch sprechen will oder so, das würde nicht wirklich funktionieren. Das ist trotzdem noch viel zu laut dafür, aber ich hatte ja vorhin den Omniblend. Und das war noch ein Vielfaches lauter, da konnte man eigentlich, also man hat es eigentlich kaum ausgehalten, im Raum zu bleiben. Man musste entweder rausgehen oder sich, keine Ahnung, Ohrenschützer aufsetzen oder so, sowas ähnliches, damit man überhaupt diesen Geräuschpegel aushält. Und deswegen ist es auch mit dem, finde ich, viel angenehmer zu arbeiten. Und ich habe also zurückgedacht, ich hatte ja, wie gesagt, vorher den Omniblend und ich habe den nicht so häufig benutzt wie diesen jetzt hier. Also manchmal mache ich mit dem auch Sachen. Da könnte ich auch einfach einen Pürierstab nehmen, zum Beispiel für Milan den Babybrei mache ich da ganz häufig. Also da koche ich dann einfach Gemüse und lasse es abkühlen. Mix ist da drin und dann hat er einen richtig schönen feinen Brei. Und das habe ich auch schon mit Rohkostbreis gemacht für Milan. Also ja, geht auf jeden Fall auch super einfach rein, anschalten, mixen und schon hat man einen super Nachmittagsbrei oder sowas in der Richtung. Ja. Und dann nehme ich den auf jeden Fall viel lieber als meinen Pürierstab, der das vielleicht nicht ganz so fein kriegen würde, was nicht so schlimm wäre. Aber ich weiß auch nicht, es macht einfach mehr Spaß. Man kann einfach alles reinschmeißen, anschalten, fertig. Ah, das wollte ich noch sagen, auf der kostbaren Gesundheit Homepage, also wo es den Harexco zu kaufen gibt, gibt es gerade eine Rabattaktion. Das heißt, ihr kriegt den ein kleines bisschen günstiger. Und ich weiß nicht, wie lange der läuft. Ich glaube, das ist jetzt nur auf Vorrat. Und wenn der Vorrat weg ist, dann gibst du ja den alten Preis, denke ich mal. Ja, also könnt ihr mal schauen auf jeden Fall. Wenn ihr den eh kaufen wollt oder wenn ihr es überlegt, dann ja, könnt ihr euch überlegen, ob ihr das vielleicht einfach jetzt macht und es ein bisschen günstiger bekommt. Ja, ein kleiner Minuspunkt, obwohl es nicht wirklich Minuspunkt ist,
war der Filter, womit man halt irgendwie ja, Säfte herstellen konnte angeblich. Also den kann man hier einfach so reinschrauben in den Mixer, habe ich letztes Mal glaube ich auch gezeigt. Und ja, tut dann halt was in die Mitte rein, Möhren, Äpfel, keine Ahnung. Da wird das gemixt, durch den Filter rausgepresst, soll oben wieder reinkommen und dadurch wird das immer feiner. Ja, das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert und ich muss sagen, ich brauche es nicht wirklich, weil ja, ich würde mir das einfach so mixen und wenn ich es feiner haben wollte, würde ich mir das einfach durch ein Sieb geben, durch ein feines Sieb gießen und fertig wäre ich. Letztens hatte ich zum Beispiel mir Kamutgras angepflanzt und hatte das schon einmal alles runtergeschnitten und das wuchs nochmal nach. Das heißt, ich konnte nochmal alles nachschneiden. Das Ding ist halt dann sind das so eine Fasern, also dann hat man so eine kleine Fäden drinne. Die wollte ich halt einfach mixen, also sozusagen entsaften hiermit. Und ja, hat irgendwie funktioniert, aber irgendwie auch nicht so wirklich, denn es passte nicht alles rein. Also ich musste irgendwie, hätte es wahrscheinlich zwar in zwei Durchgängen machen müssen, aber das war mir irgendwie zu kompliziert. Ich habe das nachher einfach so in den Mixer getan, habe alles schön richtig durchpüriert und dann das Ganze durch ein Sieb gegossen. Wenn man es noch feiner haben will, kann man es sogar durch ein Tuch gießen vielleicht. Und dann hat man halt seinen Saft ohne die Fäden aus der zweiten Ernte, wenn man jetzt zu Hause irgendwie Kamutgras oder Weizengras anpflanzt. Und da braucht man jetzt nicht zwingend das dafür. Dann habe ich nochmal mit Möhrensaft probiert. Das war auch nicht wirklich toll. Also bei mir hat er im Hals gekratzt. Also ja, ich weiß nicht. Das war mir dann doch nicht fein genug. Ja, also ich werde den wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal Lust, damit rumzuspielen. Und ja, probiere nochmal damit rum. Aber an sich, ja, habe ich es jetzt, glaube ich, vielleicht viermal oder fünfmal benutzt. Und vermisse es nicht wirklich, wenn ich es nicht benutze. Das heißt, das ist wirklich ein Ding, ja, was dazu ist, was ihr benutzen könnt. Vielleicht gefällt es euch ja. Aber es ist, finde ich zumindest, nicht wirklich ausschlaggebend, wenn ihr jetzt euch den Mixer zulegen wollt. Ja, das war es im Grunde auch schon. Viel mehr bleibt mir jetzt da eigentlich auch nicht zu sagen. Also mir macht es wirklich riesig Spaß, mit dem Mixer zu arbeiten. Und ja, es gibt ja mittlerweile so viele Mixer auf dem Markt, dass wenn ihr euch wirklich so einen zulegen wollt, erstmal ist das Finanzielle natürlich ja, sehr wichtig. Denn ja, wie gesagt, der Omniband ist natürlich immer ein Vielfaches günstiger. Und wenn man jetzt nicht so flüssig ist, dann sollte man vielleicht erstmal auf so einen verzichten und erstmal einen günstigeren kaufen, mit dem man vielleicht nicht ganz so gute Ergebnisse bekommt, aber der zumindest schon mal, ja, etwas besser ist als die handelsüblichen Mixer oder Pürierstäbe, die man sonst so zu kaufen kriegt. Und im Endeffekt ist so ein Kauf, finde ich zumindest, auch ein bisschen Gefühlssache, denn ja, ihr müsst euch im Endeffekt dafür entscheiden, was ihr zu Hause stehen haben wollt und ihr müsst damit dann auch arbeiten wollen. Und ja, wenn ihr jetzt nur irgendwas kauft, weil es die höchsten technischen, weiß ich nicht, was hat, dann ja, weiß ich nicht. Mich würde es nicht so glücklich machen. Also, ich verlasse mich da eher auf mein Gefühl. Und mit dem bin ich jetzt wirklich sehr zufrieden. Und wie gesagt, die Mixer, Vitamix, Omniblend und der Herrexco jetzt auch, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, die sind auch wirklich kombinierbar. Also, ich habe jetzt zum Beispiel hierfür auch die Trockenmix-Tulpe vom Vitamix, die passt ja auch super rauf. Die Omniblend-Tulpe passt da auch super rauf und untereinander genauso. Das heißt, ja, ihr könnt da sozusagen auch euch diesen Mixer kaufen, euch die Vitamix-Tulpe dazu, wenn ihr möchtet und so weiter. Also ihr könnt da auch so ein bisschen kombinieren. Das ist alles möglich. Finde ich auch sehr praktisch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen anderen Behälter nachkaufen möchte, dann muss ich nicht unbedingt den vom Herrexco kaufen, sondern kann auch von einem anderen Hersteller diesen kaufen, der vielleicht ein bisschen günstiger ist oder der vielleicht irgendwelche, ja, anderen Funktionen hat, die ich gerne haben möchte. Finde ich eigentlich super praktisch. Ich mag das immer nicht, wenn man jetzt ein Gerät hat und wirklich nur von diesem Hersteller die Zusätze kaufen kann. Das ist ja eigentlich, ja, meistens so leider. Und deswegen finde ich das auch super praktisch, dass man da auch untereinander kombinieren kann. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine kurze Fazit weitergeholfen. Viel mehr kann ich jetzt nach einem halben Jahr eigentlich auch nicht sagen.
Und wird sich auch erstmal nicht ändern, glaube ich. Also ich werde den auf jeden Fall noch weiter benutzen. Und ihr werdet den, denke ich, auch noch öfter in meinen Kochvideos sehen. Auf jeden Fall, ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Smoothie, Mixen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.